meine Lieben. Ja, ich probiere es jetzt nochmal. Ich habe ja vorhin mein YouTube-Video aus Versehen gelöscht, weil ich dachte, es wurde zweimal hochgeladen. Dann habe ich das eine Mal weggetan, dann war es wieder gelöscht. Und ja, jetzt möchte ich erstmal sagen, dass mein alter Account, Instagram-Account gelöscht ist. Den habe ich löschen müssen, da jemand meine Seite ans Betreuungsgericht geschrieben hat, dass ich massiv selbstgefährdet bin und andere Leute damit gefährde. Und ja, heute möchte ich das Thema selbstverletzendes Verhalten ansprechen. Ich habe es vor Monaten mal kurz angesprochen, habe jetzt auch auf dieses Video 18.000 Mal wurde es angeguckt und war aber ziemlich unzufrieden damit, weil es einfach nur ein paar Minuten geht. Und jetzt möchte ich nochmal ausführlich darüber reden, weil selbstverletzendes Verhalten kennen viele eigentlich nur unter dem Begriff Ritzen. Ich möchte dieses Wort eigentlich nicht so oft nennen, weil Ritzen klingt irgendwie so abwertend und für mich ist es das selbstverletzende Verhalten. Viele kennen es auch unter das Wort Schnibbeln. Dieses Wort benutze ich aber auch nicht. Ich finde, dass selbstverletzendes Verhalten immer noch als großes Tabuthema gilt und dass viele sagen, ja, du brauchst bloß Aufmerksamkeit. Ich finde, Aufmerksamkeit ist nichts Schlechtes. Manche brauchen es einfach. Aber jeder, der sich selbst verletzt, auf egal welche Art und Weise und egal ob der Schnitt tief ist oder nicht tief ist, ist es trotzdem jedes Mal ein Schnitt in die Haut und ein Schnitt in die Seele. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass mal die Leute von einem Betroffenen finden, sehen, wie es für den ist, weil mich verletzt es schon immer, wenn ich auf Instagram lese, schneid dir doch die Puls an und auf, dich braucht keiner. Sowas finde ich halt immer sehr, es ist nicht mein Niveau, ganz ehrlich. Aber es verletzt einen trotzdem, wenn man sich denkt, ja, du kennst meine Geschichte ja nicht, aber laberst irgendeinen Shit. Und manchmal macht mich das auch ziemlich wütend. Gerade auch, wie das von den Medien rüberkommt. Weil von den Medien wird nur gesprochen, ja, jeder, der sich selbst verletzt, der braucht halt Aufmerksamkeit. Aber so ist es nicht. Es ist nicht jeder, der sich selbst verletzt, braucht Aufmerksamkeit. Und nicht jeder, der Aufmerksamkeit braucht, verletzt sich selber. Das gleiche gilt wie bei Borderline. Nicht jeder Borderliner verletzt sich selber und nicht jeder, der sich selbst verletzt, hat Borderline. Das ist auch wieder ein großes Klischee, was von den Medien breitgetreten wird. Und ja, ich finde, dass das selbstverletzende Verhalten ein sehr schwieriges Thema ist, weil es einfach so viele Leute auch gar nicht verstehen. Und wie jetzt von mir wird gesprochen, ja, ich gefährde andere Leute mit was, nur weil ich meine Narben zeige und mich deswegen nicht versteck. Ich meine, im Sommer laufe ich auch ohne im T-Shirt oder im Top rum und da interessiert es auch niemanden. Und jetzt im Internet wird es so breit getreten eigentlich oder auch gesagt, ja, dass ich andere damit gefährde, dass ich Aufmerksamkeit will, aber ich sag euch jetzt mal, dass wenn man muss erst die richtigen Worte sammeln, dass wenn ich meinen Namen von einem Autounfall hätte, dann würde ich total viel Mitleid kriegen und. Aber dadurch, dass die Leute wissen, dass ich mich selbst verletzt habe, wird man total fertig gemacht. Ich meine, ich will auch kein Mitleid wegen meiner Krankheit, das sage ich auch dazu, aber trotzdem wäre es mal schöner zu hören, man braucht dich, als wenn man zu hören kriegt, man braucht dich nicht. Es ist ein großer Unterschied. Und deswegen bin ich auch so prompt zur Öffentlichkeit gegangen und habe gesagt, hey, ich verletze mich selber, aber ich bin deswegen auch ein ganz normaler Mensch. Man hat halt Sachen erlebt, die ein normaler Mensch, was ist heutzutage schon normal, nicht erlebt hat. Und ich sag immer wieder, wenn jemand über mich redet, geh meinen Weg, sieh das, was ich gesehen habe und dann will ich dich mal sehen, ob du dann noch so eine große Fresse hast. Und muss gerade mal Musik wechseln. Und ich finde es halt einfach auch teilweise so unfair. Aber es wird immer wieder Leute geben,
die einfach kein Verständnis zeigen. Und man wird immer wieder auf Leute treffen, die einfach kein Verständnis zeigen. Aber ich würde jetzt von mir behaupten, ich habe schon ein großes Selbstbewusstsein, was da im Gegenüber ist. Wenn mich jemand auf der Straße irgendwie sagt, boah, schau mal, voll abwertend, so, ja, die ritzt sich und sucht eine Aufmerksamkeit. Ich gehe zu dem hin und sage, hey, du hör mir mal zu, du kennst meine Geschichte nicht. Und nur weil du das von den Themen hörst, dass jeder, der sich selbst verletzt, Aufmerksamkeit braucht, heißt es noch lange nicht, dass ich Aufmerksamkeit brauche. Und ja, es ist einfach ein sehr wichtiges Thema. Und auch ein sehr schwieriges Thema und ein sehr großes Thema, weil es gibt auch ganz viele, die sagen, du bist ein Emo, verletz dich selber. Aber auch nicht jeder Emo verletzt sich selber. Es ist auch wieder so ein Klischee. Und ich höre auch ganz viel zu hören, ja, du bist ein Zebra oder wegen meinem Namen. Und auch lauter so Dinge, wo ich mir denke, was geht bei dir schief? Was ist bei dir schiefgelaufen? Wo ich mir denke, nee. Das ist gar nicht mein Niveau, auf dem ich mich runtersenke, aber trotzdem geht es einfach einem nahe, weil man bemüht sich, den Leuten zu zeigen, hey du, ich bin für dich da, wenn was ist. Und du kannst zu mir kommen, wenn was ist. Und dann hört man einfach so Dinge, weil ich war noch nie ein Mensch, der andere Menschen verurteilt hat. Natürlich habe ich, das sage ich jetzt auch ganz öffentlich, dass ich mal Leute gemobbt habe. Aber da war ich einfach in so einem blöden Ding drin, wo ich mir heutzutage denke, nee, warum habe ich das eigentlich gemacht? Aber ich stehe jetzt dazu und ich höre viel zu oft, dass Leute auch nur wegen Mobbing das gekriegt haben, also sich selbst verletzen oder Depressionen bekommen haben. Und jetzt denke ich mir so, was hast du damals angestellt? Ich bin eigentlich nicht so ein Mensch, aber ich war da in so einer Clique drin und die falschen Freunde gehabt. Und ja, auch was ich oft lese, dass ganz viele Jungs das auch gar nicht verstehen, weil die meisten sind so zwischen 14 und 15 ungefähr und die lachen einfach nur darüber, wo ich mir denke, natürlich, Jungs sind 6 Jahre zurück, also ich kann denen eigentlich gar nicht böse sein. Weil ich mir dann denke, für was soll ich denn böse sein? Der kann ja nicht mal was dafür. Und ich bin auch eigentlich kein Menschen böse, der jetzt irgendwie fragt, ja, warum machst du das? Weil das ist eine ganz normale Frage. Ich würde auch einen anderen fragen, hey, du, warum machst du das? Und aber gleich so kommt, boah, geh sterben oder irgendwie sowas, da denke ich mir so, du hast doch echt noch nichts in deinem Leben kapiert. Das Leben ist nicht so einfach, so ein rosaroter Ponyhof. Ist es einfach nicht. Das Leben ist einfach mieser Verräter und das Leben ist schwer. Gerade wenn man krank ist. Ich wünsche mir jeden Tag, dass ich gesund wäre. Und ich bemühe mich auch echt darum, dass ich gesund bin und werde. Und ich bin aber selber noch sehr instabil, was man von mir nicht erwartet, weil ich eigentlich so ein Selbstbewusstsein habe. Aber mich kennt eigentlich niemand so wirklich persönlich. Ich habe nicht so viele Freunde jetzt, die mich persönlich kennen. Und deswegen denke ich mir so, wenn man mich persönlich erlebt, da bin ich ganz anders da. Da präsentiere ich mich viel ruhiger. Ich bin zwar immer ein selbstbewusster Mensch und ich sage auch jedem meine Meinung raus. Aber man denkt halt auch oft drüber nach, so, ja, warum tust du das? Und nach jedem Schnitt am Anfang brauchst du das Verlangen einfach danach, dich zu schneiden und keine 2 Sekunden später denkst du dir nur, Scheiße, warum hast du es wieder getan? Warum hast du es schon wieder getan? Aber es wird Fragen in unseren Köpfen geben, die man nie beantworten kann. Und das muss man sich einfach klar machen, dass es einige Fragen gibt, die wir nie beantwortet bekommen. Und ja, und ich hoffe auch echt, dass euch mein Video gefallen hat. Mein zweites Video jetzt auf einen Tag, weil das andere gelöscht wurde. Noch dazu möchte ich sagen, dass meine neue Instagram-Seite heißt mein Recovery Weg 2. Und es würde mich natürlich freuen, wenn wieder so viele Leute mich unterstützen. Und ich werde auch damit rechnen, dass wieder sowas ein so einer das tut. Aber damit kriegt man mich nicht runter. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall heute noch einen schönen Sonntag. Genießt den Sonntag. Und ich habe euch alle lieb. Bleibt stark. Ihr wisst, egal was ist, ich halte immer zu euch und ihr könnt mir auch immer schreiben. Ich durchcheck die Nachrichten oft und schaue halt auch, ob jemand ganz Wichtiges geschrieben hat.
Und dann versuche ich dem auch zu schreiben und seid mir bitte nicht sauer, wenn ich nicht sofort antworte, weil ja, ich bin keine Maschine, sondern ist auch nur Mensch und ja, ich habe euch alle lieb und bis irgendwann. Tschüss, Ali.